Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Erstens, nicht wundern, ich habe einen Streifen im Gesicht. Die Sonne blendet hier so ultra rein. Ich habe das Fenster angekippt, damit ich überhaupt irgendwas sehen kann. Ich werde dann die Kameraperspektive irgendwie wechseln, aber fürs Intro dachte ich, ist ganz cool hier so. Und ich hoffe, der Verkehrslärm ist halt jetzt nicht zu laut, weil das Fenster angekippt ist. Heute gibt es einen neuen Teil der Impro-Küche und ich werde wieder eine herzhafte Mahlzeit zubereiten. Den ersten Teil verlinke ich unten. Da habe ich Zucchini-Nudeln gemacht und heute gibt es eine vorbestimmte, festgelegte Zutat. Alles andere muss ich mir wieder zusammensuchen, aber ich muss auch wieder dazu sagen, ich habe echt nicht so viel frische Sachen jetzt gerade da. Und zwar ist die eine vorbestimmte, festgelegte Zutat Hähnchenbrust. Innenfilet. Genau. Ansonsten nehme ich euch jetzt erstmal mit in meinen Kühlschrank, in meine Vorräte und dann schauen wir mal, was wir da dazu machen. Ich habe mega Hunger. Es ist 3.55 Uhr. Nein, es ist 9 Uhr. Es ist 9.55 Uhr. Okay. Und das wird jetzt das wieder das Mittagessen für heute und Abendbrot. Also ich sehe hier eine Tomatensoße und hier unten nichts. Ja, also eine Tomatensoße. Ach, und hier oben habe ich noch Eier. Seht ihr? Vor allem, und eine Feder. Süß. Eine kleine Feder. Also mit den Eiern kann ich was machen. Mit den Eiern kann ich was machen, auf jeden Fall. Au. Ich habe gerade eine Herdplatte mit meinem... Ich habe gerade eine Herdplatte mit meinem Ellenbogen angemacht. Mit der Tomatensoße könnte ich was machen. Und der Rest sind alles irgendwie... Ah ja, hier habe ich noch... laktosefreie Schlagsahne und noch andere Kochsahne und ein Stück Butter. Das war es dann aber auch. Im Gefrierschrank ist nichts, was ich verwenden kann. Da habe ich, also die Hähnchen habe ich da halt rausgeholt, die waren eingefroren. Und hier seht ihr mal meine Kamera, wie die da, mein Setup sozusagen. Licht habe ich halt, schönes Tageslicht. Hier drüben bei den Vorräten sieht es auf jeden Fall schon mal besser aus als beim letzten Mal. Ich nehme mal mein rosanes Salz hier runter. Wir haben hier hinten auf jeden Fall Nudeln, also Spaghetti und diese anderen, diese Röhrchennudeln da. Und Reis irgendwo, glaube ich. Ja, Reis. Aua. Dann haben wir auf jeden Fall wieder eine ganze Menge so Gewürzkram. Was ist denn das hier? Paprikaputenpasta mit Frischkäse. Also dadurch, dass das Gewürz hier zu Pute passt und zu Nudeln, überlege ich, ob ich das einfach so als Soßenbasis nehme. Dann mache ich Spaghetti. Also Spaghetti. Dann habe ich hier diese Soßenbasis. Ich habe kein richtiges Gemüse, außer einer Zwiebel. Dann mache ich so eine Zwiebelsahnesoße. Wo ist meine Sahne? Dann nehme ich wahrscheinlich... einmal die hier und die hier, wenn das reicht. So, dann, was hatten wir noch? Also, das hier wird die Soße, die Zwiebelsahnesoße. Dann haben wir Hähnchen und das Fleisch, was da jetzt noch auftaut. Seht ihr das? Meine Zwiebel ist vergammelt. Ich habe noch nie eine vergammelte Zwiebel gesehen. Was machst du denn jetzt mit der Soße? Ich habe jetzt gar keinen Bock drauf. Was war das? Okay. Was mache ich jetzt mit der Soße? Ich habe kein Gemüse, also Knoblauch, ja. Aber sonst habe ich kein Gemüse. Ich habe also auch nicht in der Konserve oder so. Ach Mann, das nervt mich. Da mache ich einfach nur so eine Sahnesoße ohne die Zwiebel drin. Also koch halt, mache die Kochsahne mit dem Zeug da. Manu, sowas regt mich wirklich auf. Also, das meine ich ernst. Also, die Zwiebel sah so gut aus von außen. Und ich habe die, weiß ich nicht, was heute Dienstag, ich habe die letzte Woche Donnerstag gekauft. Entschuldigen mal, aber so schnell vergammelt doch keine Zwiebel, oder?
ich habe alles schon runtergedreht. Ich werde jetzt erstmal auftun auf den Teller, also die Nudeln. Und dann hole ich mir so Fleischstückchen, schneide die, lege die auch noch drauf, da kommt die Soße drüber. Also ich werde es anrichten und dann, jetzt ist es 4.32 Uhr, also wird es 10.32 Uhr sein. Ja, dann werde ich um 10.32 Uhr mein zweites Frühstück, nämlich Nudeln mit Hähnchen und Sahnesoße zu mir nehmen. Die Soße habe ich schon gekostet, die ist echt lecker. Mit Zwiebeln wäre es natürlich besser gewesen. Mich ärgert es total mit dieser vergammelten Zwiebel. Aber was will man machen? Ich tue es jetzt erstmal auf und habe aber eigentlich auch schon Hunger, weil ich habe vorhin nur was Kleines gefrühstückt vor dieser Sonne. Also ich freue mich ja, ne? Aber irgendwie ist es ganz schön hell. Ich zeige es euch nochmal im Sonnenlicht, das sieht echt lecker aus. Also, ich habe auf jeden Fall Appetit. Es ist ziemlich heiß gerade in meiner Hand. Ich werde es jetzt gleich mal probieren. Es ist so hell, also ich gucke einfach nur hier aufs Essen und dann geht das. Ich will das Rollo nicht runter machen, weil das Licht halt so schön ist. Und wenn ich jetzt das Rollo runter mache, sitze ich wahrscheinlich hier im Dunkeln. Oder ich habe wieder so schöne Streifen im Gesicht. Ich probiere das jetzt einfach mal. Es sieht, wie gesagt, sehr lecker aus. Es riecht sehr lecker. Und ich werde euch jetzt gleich berichten, wie es schmeckt. Die Zubereitungszeit, die ich jetzt gebraucht habe, blende ich euch wieder ein. Und einen Portionspreis kann ich nach wie vor nicht bestimmen. Ich weiß, dass das Fleisch im Angebot war, also dass es wirklich sehr, sehr günstig war, weil das halt an dem Tag, wo ich es gekauft habe, im Angebot war. Deswegen hatte ich davon auch zwei mitgenommen und das dann eingefroren. Also ich muss schon sagen, das ist echt gut. Ich probiere nochmal das Hähnchen so, wegen der Würzung. Ich habe das Hähnchen mit weißem Pfeffer und Salz gewürzt und finde es eigentlich auch gut so. Die Soße könnte ein bisschen kräftiger sein, da hätte natürlich die Zwiebel, wie gesagt, wahrscheinlich was dran, was dazu beigetragen. Aber jetzt gerade wegen Karl und so, muss es eigentlich auch nicht doller gewürzt sein, also nicht schärfer oder sowas. Und ich habe gerade noch eine Idee, und zwar esse ich zurzeit immer alles mit, ich zeige euch, ich hole das mal eben. Ich bin absoluter Fan davon, das ist so eine vegane Mayo mit, also eine scharfe vegane Mayo, irgendwas Chinesisches, was auch immer. Ich esse das aktuell zu allem. Und damit meine ich auch zum Beispiel Pommes. Also ich habe gestern Abend Pommes mit dieser Soße hier gegessen. Und ich glaube, die würde da auch ganz gut dazu passen. Also, das heißt gut dazu passen, das würde, ich finde das, das würde wahrscheinlich niemand anders sagen. Aber, jedenfalls werde ich die jetzt da mal noch anmachen und das mal damit noch probieren. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ein bisschen inspiriert, vielleicht sowas mal nachzukochen oder generell einfach unterhalten. Das ist ja auch schon mal was. Genau, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Format findet. Ja, ob ich irgendwelche Sachen mal noch ausprobieren soll, irgendwas mal anders machen soll, keine Ahnung. Und ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das letzte verlinke ich unten drunter und genau, dann bis zum nächsten Video.